Ja, hallo Servus und grüße euch, herzlich willkommen zurück in der Aussicht von Skadoo. Scheiße. Kommandant Gaius, ich wollte gerade sagen, wir checken mal. Nein. Jetzt haben wir ein Ritter-Nilpferd, oder was? Weil das andere Nilpferd eh zu schwach war, oder? Rekord 36 Sekunden in der Aufnahmesession. Ich wollte... Oh Mann. Wir haben ja den Tower noch nicht ganz erforscht. Und ich habe das Bonfire ja nur berührt. So vorsichtig. Nicht gerastet. Damit eben diese ganzen Gegner halt nicht wieder da sind. Und... Ja, danke Commander. What the fuck. Uncool. Weil nämlich, aber vielleicht, keine Ahnung, ich meine, mal schauen, wer jetzt wo noch da ist und ob wir wen dort dann auch wirklich bedienen müssen. Oh, ich mag unsere Rüstung. Ach ja. Weil, was wir in der letzten Folge gesehen haben, es gibt definitiv, oder vielleicht auch in der Folge gesehen, weil wir haben sie ja von da aus gesehen, eine Brücke rüber zu dem Turm. Das Tor ist leider so komplett... Mag gar nicht. Ja, mal schauen. Und keine Ahnung, wenn jemand von euch weiß, was das für ein Shiny auf dem Zahnrad ist, wo ich irgendwie dann doch kurz vorher runtergerutscht bin. Ich habe es nie eingesammelt. Wenn es ein cooles Shiny ist, bitte in die Kommentare schreiben, sagt mir Bescheid, dann hole ich es mir doch noch. Ansonsten habe ich da irgendwie keine Lust mehr, da nochmal retour zu gehen. Da, die Brücke. So, von da aus rechts gesehen. Ich höre Schritte. Probenlager, Teil 2. Ich meine, die Frage ist ja, ob wir es uns leicht machen können. Wir probieren das einfach mal aus. Ob ich quasi... Let me see. Da ist wer. Fickle, fidgety little letters. I should wipe you clean off the page. Wer redet denn da? Now, now, Freya. Don't let it rile you up. Take it slow. Take it slow. Blöde kleine Buchstaben, ich sollte euch vom Bier wischen. Will I ever make sense of this jumble? Ist was gut. Oh, da gibt es sicher noch so viel zum Entdecken. Aber ich würde jetzt gerne mal herausfinden, wer da so am Plappern war. Und seine liebe Not mit dem Buchstaben hat. Nein, nicht den nächsten Bossfight. Shit. Alles einfach super, super brutal im Team. Also ich bin kurz davor, dass wir uns wirklich noch eine Skadoo-Baum-Perle gönnen. Also wer auch immer da am Philosophieren war, da war sie nicht. Oder er. Das war schwer zu sagen. Könnte männlich und oder weiblich gewesen sein. Komme ich darüber? Secret? Secret? No. By my lord, will I ever make sense of this jumbo? Wer spricht denn da? Ja, ihr Penner, glaubt, ich sehe euch nicht. Ja, ich meine, was soll's. Wenn wir Glück haben, bleibt er da hinten stehen
und verlässt sich ganz auf seine Feuerball-Dingsis. Und ich habe noch 94 Giftpfeile. Nein, er bewegt sich. Scheibenkleister. Okay, wir können ihn staggern, wenn er... Komm schon, stirb! Bitte! Danke! Geflügelter Schlangenhelm. Kriegsasche, Flammenspeer. Können wir da jetzt und finden, wie auch immer da... Okay, wir könnten wieder hoch. Ich hoffe, der war ein einmaliger Gegner und kommt jetzt nicht jedes Mal. Okay, er bleibt liegen. Nicht tschüss. Wow. Ja, wie gesagt, da gibt es echt urviel zum Entdecken. By my lord, will I ever make sense of this jumbo? Ich möchte gern wissen, wer da redet. Vielleicht kann ich ihm ihr lesen helfen. Da steht der nächste Penner. Aber das könnte der Weg rüber sein zu dem... zu der Plattform, die wir gerade gesehen haben. Oder ist da unten irgendwer, der redet? Aber ich weiß nicht. Machen einfach mal die ganze Einrichtung kaputt. Moment. Nein. By my lord. Na, das ist viel, viel tiefer unten, wobei da gehen Stufen runter. Naja, ich würde sagen. Wo auch immer diese Person ist. Wir schauen da jetzt nochmal rein. Hallo? Where are you? Da hinten ist ein Ausgang. Wobei, ich habe komplett die Orientierung verloren. Wir gehen da mal rüber. Das ist sicher der nächste Bossfight. Boah, wenn das ein Bossrun ist und wir jedes Mal den killen müssen, den Herrn in Rot. Dann nehme ich fix die Scarlet-Tree-Bomb-Dings ist, die wir noch haben. Und gleich noch einen mehr. Bonfire! Hey! Ich meine, ja, Bonfire und ein Herbeirufungsreserve. Ja, schauen wir mal, wer da auf uns wartet. Was kann denn schon passieren? Viel. Mongrel Intruder. Ich wollte nur kurz Hallo sagen. That tarnished, it seemeth. Yes, und Frau von Rani. Knie nieder, Schlange.
Wouldst thou truly lordship sanction in one so bereft of life? Ja. Yet my purpose standeth unchanged. Okay, dem hätte ich jetzt nicht gerechnet. Stripped of the grace of gold shall all meet death. Ist das oder in mir fällt jetzt ein Name nicht ein? Of Mesmer's flame. Mesmer, der Pfehler. Okay, chill. Chill, Junge. Ich bin komplett überfordert. If the grace of gold shall all meet death in the embrace of Mesmer's flame. Wir haben ihm zumindest einen Zentimeter Lebensbalken abgezogen. Minimum. Alter. Ich glaube, wir werden doch den Turm weiter erkunden. Mesmer der Pfehler. Okay, wir zumindest brauchen wir mal eine An. Die Taktik für seinen ersten Angriff, der. Okay. Stripped of the grace of gold shall all death in the embrace of Mesmer's flame. Nicht mal einen Millimeter abzogen. Ich meine, ich glaube, damit ist die Frage geklärt, ob ich nicht wirklich weiterhin Skadobaum Samen essen sollte. So, einmal schauen wir noch. Und dann erkundet man den Turm weiter. Okay, springen macht glücklich. Alter, chill! Stripped of the grace of gold shall all be. 1,5 Zentimeter in the embrace of Mesmer's flame. So, ich möchte nur noch einmal den seinen Initialangriff checken. Nein, das war vorhin besser. Nimm das! Of gold shall all okay, der wird in the embrace of Mesmer's flame kennengelernt habe und so. Tjo. Dann schauen wir mal, was uns der Tower noch so bietet, ne? Es gab ja unten noch einen Weg. Ganz unten, ganz am Anfang. Könnten wir uns da fallen lassen? Könnten wir das oder sterben wir dann? Nein, es gibt einen kleinen Vorsprung. Woher kommt die Stimme in meinem Kopf? So. Wir könnten uns da einfach fallen lassen. Wir machen das jetzt. Guten Tag. Undurchdringliche Dornen. Nein, ich merke mal einfach die Tasten für Inventar und Map nicht mehr. Das geht nicht mehr in meinen Kopf rein. Glaube 24. Naja, wir glauben, dass
Wir haben, Moment, wir haben Glaube 25. Also Weisheit. Ich bin nicht der, naja, die Weisheit und so. Zauberei derer, die die Praxis der Anrufungen aufgegeben haben, nachdem ihr frommer Glaube sie nur mit Verzweiflung belohnt hat. Beschwören die undurchdringliche Dornen des Gardo-Baums aus dem Boden. Diese Zauberei kann wiederholt gewirkt werden. Das Bild des missgestalteten Skado-Baums ist ein Edikt. Verurteilt ihre Methoden, fügt ihnen Schaden zu, denn sie haben uns verlassen. Ja, Arkan 0 und ich habe 51 Arkan-Energie wegen dem Schwert da. Aber wir sind dem Teil näher als ich dachte. Den Sprung, ich weiß nicht, schaffen wir den Sprung. Schaffen wir den Drop? I'm not sure. Ich glaube, das ist ziemlich sicher der Tod. Wenn wir aber da so schräg rüberlaufen, das ist etwas höher. Oh, wir werden so sterben. Geronimo! Wow! Scheiße. Der nächste Feuerball, Junge. Haben die alle nichts zu tun? Da ist ein Bonfire. Und ein Cross-Dingsy. Wobei die NPCs sind ja alle verschwunden. Keine Ahnung, wie man das jetzt erzählt. Skado-Baum-Fragment. Nachricht vom Kreuz des Lagerhauses. Ja. Von Sir Ansbach hinterlasse eine Nachricht an gleichgesinnte Geister, die ebenfalls Miguelas Spuren folgen. Es scheint, als hätte das Volk des Bergfrieds das heilige Viertel geflutet, das zum Skado-Baum führt, um den Zugang zu versperren. Von diesem Lagerhaus aus führt zumindest kein Weg dorthin. Vielleicht gibt es irgendwo in diesem Bergfried einen anderen Weg zum heiligen Viertel. Ja. Geschnitzte Worte wachsen zusammen. Hier lasse ich meinen rechten Arm zurück. Ja, wenn du meinst. Das geheiligte Viertel kann nur das Kirchenviertel sein. Und eigentlich haben wir den Weg entdeckt, den er sucht. So, rasten müssen wir nicht. Berührt habe ich es ja. Ja, was sind wir denn da jetzt? Was sind das für eins? Lagerhaus, dritter Stock. Eingang zur dunklen Kammer, den will man vermeiden. Und von da kommen wir über diese riesenfette Brücke darüber, in den oberen Teil vom grünen Bereich. Das wäre cool. Das müsste unter uns sein. Das passt nicht ganz zusammen. Oder müssen wir dafür erst dieses elende Nilpferd bekämpfen? Dass wir dann darüber, ja klar, weil jetzt schauen wir theoretisch genau Richtung. Nein. Jetzt schauen wir theoretisch genau Richtung da. Ah, der Teil. Das da. Vielleicht ist das Bonfire ganz am Anfang. Lagerhaus Erdgeschoss. Wir haben ja zwei. Hinterer Bereich, Dachspeicher nicht. Vielleicht geht's da lang, durch die Kirche und so. Boah, sind überall Bosse. Wir werden uns das mal kurz markieren. Tod. Tod. Dann habe ich eins, das können wir entfernen, glaube ich. Da, das können wir entfernen. Was war da? Das haben wir uns noch nicht angesehen, die Nebelriss-Katakomben. Naja gut, dann schauen wir mal, ob wir den jungen Mann auf der anderen Seite heldenhaft, wie wir sind, wieder mit unserer Giftpfeil-Taktik. Ja, Alter. Dann halt Infight.
Das ist halt extrem. Okay, seine. Ha! Und tschüss. Pure Gewalt hilft. Schmiedestein 6. Warum? Ja, gerade bei so einem Gegner erwarte ich mir schon irgendwas richtig Fettes. Und wenn es nur eine coole neue Rüstung wäre. Aber doch kein Schmiedestein 6. Die man so circa nach 40 Stunden im Hauptspiel schon kaufen kann. Naja. Naja. Oh, ich hab gedacht, da kommt schon wieder so ein Roter. So, da geht's runter, wohin auch immer. Powerschuss, da reichen nämlich zwei aus. Wir müssen uns ja nicht länger mit denen aufhalten. Und ich würde echt gern wissen, wer diese Stimme war. Wow. So. Kann ich jetzt in Ruhe weiter entdecken. Messen wir's gut. Ach ja, ich darf nicht vergessen, diese coolen Dornen nächstes Mal Bonfire anzusehen. Vielleicht können die was. Vielleicht helfen die uns. Ich meine, in dem Spiel hilft uns fast nichts, aber die Dornen, vielleicht. Ja. Er randaliert da nicht rum. Ich darf das kaputt machen, du nicht. Sorry, Schluck auf. Ja. Ich bin jetzt im... Wow, okay. Im Rage-Mode wollte ich sagen. Schon bin ich im Fluchtmodus. Wir looten halt, was wir kriegen und... Keine Ahnung. Stecken uns hinter der Altarbank. Oder Tischbank. Ach ja. Oh, wie ich diese Scheiße hasse. No way. Und wir haben diesen Talisman Feuerschutz aufs Äußerste und so. Ja, wir werden gleich sehen, ob das jetzt so eine einmalige Geschichte war oder ob der immer und immer wieder kommt. Wo sind wir denn jetzt? Moment. Genau. Da links, dann hoch. Nein, das ist eine immer und immer wieder Geschichte. Ja, Leute.
Da unten waren wir noch nicht. Ich habe gerade beschlossen, wir sehen uns da unten mal hin. Da waren wir noch nicht. Na bitte, Loot. Eingelegte Leber. Na, wenigstens war es kein Kochbuch. Oh, große Shiny. Geheime Ritus-Schriftrolle, die macht uns jetzt unsterblich. Nur wenige können die Schriftzeichen... Ah, die Schriftrolle, das ist die Stimme, die meinte, blöde kleine Buchstaben. Ich fische euch alle weg. Nur wenige können die Schriftrolle entziffern, die das geheime Ritual des göttlichen Tors enthält, das im Schattenturm zu finden sein soll. Ein Fürst wird die Rückkehr eines Gottes einleiten und die Seele des Fürsten wird ein Gefäß benötigen. Erfahrt vom geheimen Ritus. Können wir das konsumieren? Nö. Naja. Wow. Gut, da unten ist Loot, da ist ein roter. Ich muss einen Boxenstopp einsetzen. Ich verstecke mich da. Ich muss kurz Pause machen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Danke fürs Zusehen. Ich bin draußen für heute. Ich wünsche euch was. Ciao, Baba.